Hallo und willkommen, liebe Simulationszugfreunde. Heute wechseln wir mal komplett mal die Strecke und nehmen die Hauptstrecke Rhein-Ruhr, das Add und das DLC. Und habe ich noch nicht gespielt tatsächlich. Dementsprechend habe ich hier 0 stehen. Und dann schauen wir uns mal an. Was uns als erstes auf uns zukommt. Das sind 48 Missionen. Wir werden natürlich nur eine wahrscheinlich machen. Mal gucken, wie lange die erste dauert. Gucken wir uns mal an. Okay, das scheint eine S-Bahn-Einführung zu sein. Ach du Scheiße. Willkommen in diesen S-Bahn-Elektrotriebzügen in der verkehrsroten Lackierung der DB. Diese kurze Einführung umfasst den Umgang mit den Fahrgästen und die Fahrtwiederaufnahme nach einer Notbremsung. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ich darf sogar aussuchen. Dortmund. Die Schilder haben sie immer noch nicht gemacht hier, also dass man das angezeigt wird. Und Hamm. Wir nehmen mal Dortmund. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Naja, macht Sinn, ein Zugsimulator. Um das Bedienpult zu aktivieren, stecken Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Hat er eine andere Belegung? Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Ah ne, das war ja A und D. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Ah, mit der Tab-Taste kann man das noch. Kann man eigentlich auch hier. Aber es gibt tatsächlich eine Stellwerk kontaktieren. Okay. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Dieser Triebzug verfügt über einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Derzeit ist dieser im Bremsbereich. Bewegen Sie den Hebel über die Ausstellung. Ich habe das natürlich umgeändert, ne? Ich habe WS genommen. Jetzt bewegen wir uns, bringen mehr Kraft auf und konzentrieren uns auf das Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen.
ich anhalten, sag mal, weil irgendwie kommt die Anweisung immer noch nicht weg. Ah, jetzt hat er es kapiert. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Testen, inwiefern stark die Bremse ist. Ja, man kann sogar hier gucken. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. Was? Also darf ich keinen Schock kriegen. Nicht ja voll reinpreschen.
Oh, da ist die Notbremsung. Verwenden Sie die Handbremse, um den Zug zu halten, während das Bremssystem aufgeladen wird. Der Zug wurde zurückgesetzt. Er kann also weiterfahren. Kehren Sie wie zuvor zur Streckengeschwindigkeit zurück und bereiten Sie sich darauf vor, am nächsten Bahnhof anzuhalten. Eigentlich hätte ich auch mitnehmen können, die ja gewartet haben. Denken Sie daran, die Bremsen frühzeitig und vorsichtig zu betätigen, um den Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu bieten. Eine Steigung. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Zuges durchgegangen. Die hier erworbenen Fähigkeiten können direkt auf ähnliche S-Bahnen angewandt werden. Weitere Details zu den Steuerungen beider Züge finden Sie in der Anleitung.
Okay. Guck mal, was jetzt kommt. Wo bin ich denn jetzt? Mülheim. Brauche ich für das Video. Für die Beschreibung, für den Titel. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich, genau, das einmal kurz mal einblenden. Damit ich entsprechend auch die Info habe. Das ist nämlich, glaube ich, eine andere. Eine andere. Ich recht erinnere. Weil das sieht auch von innen ein bisschen anders aus. Etwas älter, habe ich das Gefühl.
habe ich keine Ansagen bei in Zügen. War noch ein bisschen zu teuer. Okay, das war zu toll. Ja, so ein bisschen abschätzen, wa? Ich weiß gar nicht, ob ich schon die. Ja, ich muss tatsächlich vorfahren, ne? Jetzt kommt hinten nicht lang genug. Egal. Man ist auch immer unpünktlich. Warum? Muss das ja anders sein?
Ach, falsche Tasten. Das Vorsignal gesehen von 90. Meine Strecke. 100 stimmt nicht. Musst du nur weicher kommen. Nee, nach den 100 kommt 90, wenn keine Weiche kommt. Quatsch. Erkannt. Sag ich doch. Weicher. Das war doch richtig. Ach. Noch Platz hinten. So weit vorfahren muss ich gar nicht.
Vorsignal sagt uns nächstes Rot. Okay. Okay, ein bisschen zu weit. Tut mir leid. Ich muss ja laufen. Das war jetzt ein bisschen zu... Aber ey, ich hab's dafür hinten gut hingekriegt. Da ich das jetzt laufen muss, muss ich jetzt ein bisschen warten, bis die eingestiegen ist. Genau. Naja, Bochum Hauptbahnhof ist auch die Endstation. Deshalb haben wir ein Vorsignal gelb. So viel Verspätung habe ich gar nicht. Okay, die fahren um einiges langsamer rein. Ein paar Errungenschaften. Sehr gut. So.
Ich glaube, das reicht auch. Knapp eine Stunde, denke ich mal. Und dann werden wir das nächste Mal fortsetzen. S-Bahn scheint, macht mir so ein bisschen tatsächlich auch ein bisschen Spaß, mehr Spaß. Mal gucken, wie sich das, ja, was da noch so kommen wird. Schauen wir mal. Ich lasse mich da überraschen. Ich spiele so auch nicht weiter. Ich mache wirklich das nur dann dementsprechend. Spiele ich dann im Zusammenhang mit den YouTube-Videos, wie ich ja auch versprochen habe, dass ich ja immer wieder versuche, 2 bis 3 Tage dann entsprechend immer ein Video reinzubekommen. Also, dann danke ich fürs Zugucken und fürs Anschauen und lasst gerne ein Like da, wenn euch gefallen hat. Gerne abonnieren und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Hey. Vielleicht sogar auf Twitch, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, das nächste Video steht natürlich auch wieder an dann. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.